Björn? Dürfen wir dich was fragen? Ja, habe ich schon gehört, wobei ich das auch erstmal ehrlich gesagt nicht gleich einordnen konnte, aber man konnte mich informieren auf dem Camp. Aha, und so. Was hat man dir erzählt? Ja, das ist eine Bürgerrechtlerin aus den USA, die wohl auch lange mal im Gefängnis saß. Ja, also ist jetzt so gefährliches Halbwissen, was ich von mir gebe. Und die jetzt wohl auch in der Occupy-Bewegung in Amerika ganz präsent ist und da viel macht. Ja, bin ich mal ganz gespannt. So. Und jetzt kommt sie hier hin und wie findest du das? Tja, ich finde das grundsätzlich gut. Also es können immer gerne alle Menschen kommen. Und wenn Leute kommen, die irgendwie viel Erfahrung haben, so, und das klingt ja so, als ob die vielleicht schon viel Erfahrung hat in ihrem Leben, zumindest jetzt was so politische Arbeit angeht und in der Bewegung gelebt hat, dann kann das ja vielleicht ganz spannend werden. Wer ist Angela Davis? Tut mir leid, kenne ich nicht. Kennst du? Nee. Warum? Weil sie heute ins Camp kommt. Okay. Sind alle willkommen. Occupy Wall Street. Aber viel mehr wissen wir auch nicht. Und Oakland hat die auch mitgekämpft und die kommt um 17 Uhr. Das weiß ich. Wir können im Internet nachgucken und Wikipedia. Vorlesen. Wikipedia. Bürgerrechtlerin. Afroamerikanische Bürgerrechtlerin. Dann wird die da irgendwas auf dem Gebiet gemacht haben, nehme ich mal an. Mhm. Bildungslücke, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eine Bildungslücke. Vielleicht muss auch nicht jeden kennen. Aber jetzt lernen wir sie kennen, finde ich super. Gut. Hier drin noch jemand? Angela Davis, weiß noch jemand was? Nee, erstmal nicht. Sie redet um 5 Uhr oder so. Ihr mag den. Das weiß ich. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Eine Bürgerrechtlerin hat mir jemand gesagt, per SMS Hannah. Aber du hast den Namen noch nie gehört vorher? Angela Davis. Ich glaube, wir haben irgendwann mal für sie und für Nelson Mandela gekämpft, dass die irgendwie mal wahrgenommen werden bzw. freigelassen werden. Und sie war in Amerika, glaube ich, eine Kämpferin. Angela Davis? Ja. Nee. Sagt mir jetzt gar nichts. Schwarze Bürgerrechtlerin? Nee. Nie gehört? Mhm. Okay. Angela Davis, nee. Hier in Deutschland, oder? Nee, in den Staaten, aber sie kommt heute ins Camp. Ah, nee, aber stark. Sag mir gar nichts. Ja. Sie kommt heute ins Camp? Sie kommt heute ins Camp. Oh, ist cool. Ist stark. Ist ja toll. Boah, Australien. Ja, jeder, der aus der DDR kommt, der kennt die. In den frühen 70er Jahren, da war die Bürgerrechtskämpferin und war im Knast. Da gab es in der DDR von oben organisierte Soli-Veranstaltungen. Da haben wir Geld gesammelt, sind mit Solisten, haben geklingelt bei den Nachbarn. Geben Sie ein bisschen was für Angela Davis? Also das ist irgendwie mehr ein Bild für mich. Inhaltlich wurde da gar nicht so viel drüber berichtet. Das ist vor allem so ein Icon, eben dieses Bild. Die hat ja diese riesigen Afro-Matte. Ja, das war natürlich in der DDR im Land der grauen Mäuse auch exotisch, einfach mal so als Kind. Kam total sympathisch rüber. Ja. Was weißt du von ihr, was sie heute macht in Amerika? Eigentlich gar nichts. Wie gesagt, ich habe nur so ein Interview, so eine Rede von ihr gehört, die sie da vor der Occupy-Bewegung gehalten hat. Mich da noch nicht weiter, aber ich will mich mal mit beschäftigen. Mal neugierig, was die gemacht hat über die Jahre. Dass sie gleich vorbeikommt? Echt, die kommt hier vorbei? Wusstest du noch gar nicht? Nein! Oh Mist, ich kann kein Englisch. Wie cool! Ich bin jetzt ganz aufgeregt und jetzt will ich sie da halt live ins Netz bringen und die will uns besuchen, will wahrscheinlich mit uns reden, gucken, was wir für Dilettanten sind, ob wir das ordentlich machen. Nehme ich doch mal an. Und vielleicht uns auch erzählt, wie es geht. Ja, was würdest du sie fragen, wenn du ihr eine Frage stellen würdest? Organisatorische Strukturen, Gefahren. Auf was müssen wir aufpassen? Was sieht sie als wichtig an für so eine Bewegung? Ihre Erfahrung würde mich interessieren. Ich muss mich jetzt beeilen. Okay, bitte. Danke schön. Ja. Nee, kenne ich nicht. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen und festgestellt, das ist wahrscheinlich ein Generationenproblem. Alle über, sage ich mal, 40 wussten sofort, wer sie ist. Aha. Wer wir alle? Mit wem hast du darüber gesprochen? Die Leute, mit denen ich so war, als ich beschlossen habe, hierher zu kommen. Weil recht gemischte Altersgruppe und...
Aber inzwischen bist du ein bisschen informiert? Ich habe mir Fotos angeschaut, damit ich sie auch auf jeden Fall erkenne. Und wie findest du das, dass sie jetzt hier ins Camp kommt? Cool. Also sie hat ja einen Preis gekriegt heute Morgen, soweit ich weiß, und war deswegen in Berlin. Und dass sie jetzt hierher kommt, ist natürlich ein Zeichen. Wir haben Rosen für sie gemalt, auf Kosten. Wir haben praktisch 1000 Rosen für Angela Davis und wir haben sie dann frei gekämpft. Das weiß ich, 78. Ja. 78, war nicht 72? Nee, 78 ist der Prozess dann für sie gut ausgegangen. Also sie selber hat sich sehr klug verteidigt, aber wir alle, also die DDR-Kinder, ich auch, vor allen Dingen, aber weltweit ist, glaube ich, mit die größte Solidaritätsbewegung, die es gab zu unseren Lebzeiten. Und ja, und es ist für mich eine ganz, ganz große Freude, dass sie heute hier herkommt. Und sie begleitet ja auch in den USA die Occupy-Bewegung und sympathisiert dort. Und ja, und sie selber hat, ich war heute vorne Mittag nämlich schon hier, als sie sich kurz umgeguckt hat. Und sie sagt, nachher wird sie dort am Feuer sitzen. Sie freut sich schon sehr und sie wird noch erzählen. Und ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Ja, es war eine Pressekonferenz. Und ja, wo sie einfach erzählt hat, warum sie hier ist und dass sie diesen Preis kriegt. Und dann hat sie gefragt, wo sind denn die aus dem Occupy-Camp, weil sie sich da interessiert hat. Und das sind ja nur ein paar Schritte von im Bundespresseamt war sie. Und dann hat sie hergeguckt und hat gesagt, sie kommt nochmal. Sie will noch mehr Leute treffen. Ja. Ich weiß, dass sie dort immer weitermacht, dass sie die Mumia Abu Jamal-Bewegung mitstärkt, dass er freikommt. Sie setzt sich auch für die Kuban Five ein. Da sind ja, ist ja jetzt schon einer befreit worden. Aber sie, das sind fünf Kubaner, die in Miami verhindert haben, dass Terroranschläge gegen Kuba durchgeführt wurden. Und sie selber sind dann wegen Terrorismus angeklagt worden. Also praktisch eine Umkehrung der eigentlichen Tatsachen. Und da wird sie sich auch weiter einsetzen, dass auch die anderen vier freikommen. Das ist auch so eine Sache. In case you see Karen, huh? Karen? Where? Ah, there she is. Good evening. Did you have a good rest? Yeah. It's okay. But it's a regular assembly, so they'll have to get people on the agenda. Okay, but then I'll say it, then you'll say it, and then they'll repeat it. So it has to be short. Okay. Okay. we'll play it by ear. We'll just see how things work. Good. Wir haben ja einen Gast hier. Angela Davis. Welcome. Also, wir würden ja jetzt normalerweise mit den Arbeitsgruppen anfangen. Ist das okay? Oder habt ihr vielleicht. Ja, ich denke auch. Und danach haben wir ja eh den offenen Teil und können vielleicht mit Angela sprechen oder sie mit uns. Oder ist das okay? Kann ich mal kurz ein Stimmungsbild dazu haben? Dann, wie viele Arbeitsgruppen würden sich denn vorstellen jetzt? Also, Feedback? Teilen? Theater? Okay, welche noch? Prekäre Arbeitsbedingungen. Vor zwei Wochen habe ich die Arbeitsgruppe Prekäre Arbeitsbedingungen gegründet, auf der Assemblea noch am Reichstagsgebäude, auf der Reichstagswiese. Und zwar
weil wir festgestellt haben, dass zunächst in den sozialen Bereichen immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse einziehen. Mittlerweile haben wir das etwas erweitert auf nicht nur prekäre Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen, das durchzieht ja ganze Branchen und nicht nur Niedriglohnbereich und so weiter, sondern also von niedrig qualifiziert bis hochqualifiziert auch in den Unis und so weiter, das kennen vielleicht sehr viele hier. Im Moment sind wir gerade dabei, uns zu konstituieren, wir fangen gerade erst an zu arbeiten. Der Stefan, der hat schon ein Papier ausgearbeitet dazu, das steht dann schon online. Und bis jetzt im Moment ist noch geplant, einfach mal, das wollte ich auch in die Runde geben, dass die Leute, die davon betroffen sind, sich mal Gedanken dazu machen, also sich hinsetzen, mal ihre Gedanken dazu aufschreiben, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, unter welchen Bedingungen sie arbeiten und leben, welche Auswirkungen auf das persönlich hat. Und dann ist ganz wichtig geplant, das zusammenzufassen, auch mal zu vergleichen mit den Bedingungen in Spanien, in Griechenland, in den USA oder wie auch immer. Und da auf den und diese vielen Lebensgeschichten oder Erfahrungsberichte deswegen zu sammeln, weil wir das erstens dokumentieren wollen, veröffentlichen wollen und zweitens aber auch gucken wollen im Nachhinein dann, was unsere Gemeinsamkeiten sind. Und die Gemeinsamkeiten sind deswegen wichtig, weil wir einfach mal gucken müssen, die alten Protest- und Widerstandsmöglichkeiten, wie Streik, Demo und so weiter, die ziehen heute nicht mehr so großartig, weil in prekären Arbeitsbedingungen ist jeder mehr oder weniger vereinzelt. Und letztlich geht es darum, zu gucken, wo treffen wir uns und wo sind die Punkte sozusagen, wo wir ansetzen können, um Widerstandsformen zu entwickeln, die auch wirklich ziehen, die also auch wehtun. Denn ohne dass es wehtut, wird hier nichts passieren. Das heißt also Möglichkeiten zu finden, diese Vereinzelung auch zu lösen von den prekären und Hartz-IV-Empfängern und was weiß ich alles, zählt ja alles dazu, wie gesagt, Widerstandsformen zu entwickeln. Das ist das Ziel vom Ganzen. Ich schlage vor, dass man auch dann Angestellte im öffentlichen Dienst damit einzieht. Wer auch immer. Also insbesondere auch Mitarbeiter in Jobcentern und so. Auch das, die Ideen müssen wir noch entwickeln. Ich habe dazu eine Facebook-Gruppe gegründet und bei Acampada, Alex Elf ist auch eine Gruppe. Mittlerweile sind wir 6 Leute, wovon 3 im Internet sind. Und Ideen können wir dann noch austauschen. Da ist viel Möglichkeit, viel Raum, das zusammenzutragen. Das war jetzt erstmal die Grundidee. Ja. Aber wenn dann eine Idee entwickelt ist, wie man sich wehrt, dann bräuchten wir unbedingt viele, viele Leute, die da die dort auch mitmachen. Weil ja. Ein großes Ding, sich zu wehren gegen prekäre Beschäftigung. Das haben Gewerkschaften nicht geschafft, das haben Parteien nicht geschafft. Und da können 5 oder 6 Leute können da nicht viel ausgeben. Zu den Parteien, ich meine, die Parteien konnten es ja nicht schaffen, weil die Parteien, die sich für wirklich Soziales einsetzen, ja noch nie regiert haben im Prinzip in diesem Land. Aber das ist eine Frage der Pressearbeit, sag ich mal, und der Meinungsbeeinflussung. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Arbeitsgruppe zu gründen, wie wir wirklich auch die Öffentlichkeit, eine Gegenöffentlichkeit schaffen können. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, weil die Presse versagt hat in diesem Land, ja, zum großen Teil. Zählt alles mit dazu, klar. Ja. Also ich schlag vor, das Zeichen heißt ja auch, das gehört in eine Arbeitsgruppe, das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass das auf jeden Fall natürlich in der Arbeitsgruppe besprochen wird. Wie gesagt, spannt ihr euch das nächste Mal? Damit wir auch mehr haben werden. Wir noch nicht drüber gesprochen. Wir treffen uns heute. Ihr könnt dann zu uns beiden kommen, wer Interesse hat. Wie gesagt, die Facebook-Gruppe gibt es zur Grundabstimmung, meinetwegen Diskussionen in der Alex Elf Seite. Und weiteres kann man. Ja, auf der Alex Elf Seite, da sind eben schon ein paar Grundgedanken, was prekäre Arbeit ist, wo es sie gibt und so weiter. Und kann man da auch nachlesen, aber ich kann es gerne noch mal umlegen. Also, ist es dann okay, wenn wir jetzt mit der Theater AG weitermachen und uns da das Feedback holen? Dann bitte. Ich versuche es kurz zu machen. Vorgestern gab es Streik vor Dussmann
Und darunter kamen Arbeiter und Bühnentechniker vom Theater. Und die Tarifvertrag haben möchten. Und da war leider die Techniker vom Berliner Ensemble durften nicht im Protest teilnehmen. Oh. Und das ist Schande, wenn im Theater von Bertolt Brecht, das wir alle kennen, die Arbeiter, die da sind, nicht mal einfach für ihre Rechte auf die Straße kommen durften. Dann sind wir mit den Streikenden dort ins Theater gegangen und haben wir mit den Arbeitern gesprochen und haben wir gesagt, dass wir hier für die da sind. Und wenn die das nicht erreichen können, was die zu Recht haben müssen, wir werden Berliner Ensemble okkupieren. Und für unsere Theatergruppe hier, heute habe ich unser Plakat, dass wir Profi-Schauspieler und Schauspielerinnen und Musiker und Musikerinnen suchen, plus Laienspieler, habe ich an verschiedene Zeitungsredaktionen wie Berliner Zeitung, Berliner Kurier, Tipp, City und Co. Habe ich abgegeben. Die werden dort schreiben, dass wir hier Theatergruppe haben. Die können sozusagen hier kommen und mitmachen Theater. Wir wollen die Mutter, das Stück Die Mutter von Bertolt Brecht nach Maxim Gorki, plus Texte von Jean-Paul Sartre und auch Indianertexte von Seattle, von Washington. Eine Collage davon arbeiten und dann gemeinsam entscheiden, in welchem Theater will das wir das spielen wollen. Das entscheiden wir und nicht Herr Wobereit als Kultursenator und nicht die sozusagen Theaterleitung. Und das werden wir 100% machen. Das machen wir in einer. Die Gruppe entscheidet, welches Theater oder Opernhaus. Dann wir finden eine Premiere heraus, wo die Presse da ist. 15 Minuten super. Vor der Premiere, wir spielen die Mutter da. Sehr schön. Occupy Theater. Ja. Leute, die sich dafür interessieren, können nachher zu dir kommen. Cola? Ja, ich hab, weil das eben die Frage kam wegen der Arbeitsgruppen, sage ich das mal jetzt. Also wir hatten gestern die Idee, dass ich, weil wir den Überblick verloren haben, welche Arbeitsgruppen es überhaupt gibt und wer macht was, dass wir einmal ein Vernetzungstreffen Arbeitsgruppen Berlin organisieren werden. Vielleicht nächste oder übernächste Woche. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Ja, das mache ich. Dann kommt ja. Ins Netz. Also, so, super. Ja. Also ich habe nur eine ganz, ganz, ganz kurze Ankündigung. Erstmal vielen Dank, unsere Bitten und unser Flehen wurde gehört. Wir sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Leute im Presseteam. Schön, danke. Ja. Danke. Das ist wirklich gut. Wir haben bestimmt 5, 6 Leute neu dazu bekommen. Wir danken Roman für seine Arbeit. Er ist leider nicht mehr Teil des Presseteams, was aber auch bedeutet, Rotation funktioniert. Genau, und unser nächstes Treffen ist am Sonntag um 15.30 Uhr hier. Also wer jetzt bisher von euch noch nicht Bescheid gesagt hat, dass er mitmachen möchte, ihr könnt jederzeit 15.30 Uhr kommen ins Camp. Yes. Kannst du gleich sagen, worum es bei euch geht? Also es geht um verschiedene Dinge. Wir haben verschiedene Ideen, wie wir unsere Arbeit vielleicht erweitern könnten. Also wir haben ja zum Teil die Aufgabe, Presseanfragen zu koordinieren, Kontakte zu vermitteln. Ja. Also wenn es spezifische Anfragen gibt, wir hätten gerne so eine Person, dann gucken wir nach, okay, wen haben wir. Es gibt Möglichkeiten, sich gegenseitig zu briefen, Workshops zu machen, wie man Argumentationstechniken, rhetorische Techniken sich gegenseitig beibringt, ja. Sich ein bisschen die Unsicherheit nimmt von einem Interview, solche Dinge. Aber es gibt noch ein paar andere Ideen, die wir halt nur realisieren können, wenn wir mehr Leute finden, was wir jetzt sind. Deswegen kommt doch gerne am Sonntag. Ist so eine gute Sache, dass man eine Ansprechstelle hat. Ja, genau. Dass man noch die Leute dahin weiterleiten kann, wenn man selber mal angesprochen wird oder so. Genau. Das passiert ja öfter mal. Ja. Und das Treffen ist am Sonntag um 3:30 hier im Camp. Genau. Also da können wir alle dann kommen, wer Lust hat.
dazu? Es ist doch Presse hier. Ich mache den Aufruf, dass jemand von der Presse sich der Occupy anschließt und an diesen, an dieser AG teilnimmt. So. Wir können viel von Ihnen lernen. Sie viel von uns. Und zwar, ja genau. Und, also die jungen Leute briefen und umgekehrt. Und hier sind jetzt genug Presse. Überlegt euch das doch mal. Ja, aber wir sollten die Bild-Zeitung rausschicken dann. Nein, finde ich schon, dass wir das machen sollen. Okay, das diskutieren wir dann, wenn die kommen. Okay. Ja. Ja, ich nur ganz kurz sagen, dass wir Westwiller, wir haben hier täglich von 2 bis 4 Uhr Theater spielen und tanzen für Kinder. Und dann auch, es ist so, dass die Kindergartengruppen können sich melden, wenn die Vormittag hier kommen wollen, dass die kleinen Kinder hier spielen und dann sehen. Und es ist sehr gut, wenn wir die Schulen einfach sagen, okay, die können einfach mit Schülergruppen hier kommen. Wir zeigen erstmal, was hier passiert. Wir bringen einfach Schüler und Schülerinnen bei, wie man sozusagen Zelte aufbauen kann. Und abbauen brauchen die nicht lernen, weil das Polizei macht. Abi, Küche? Wir haben ab Montag eine kleine Krise, und zwar ab Montag haben wir keine Töpfe mehr, keine großen. Wer irgendwas mobilisieren kann mit großen Töpfen, wir Notstand, die brauchen einfach ihre Töpfe zurück. Größe ist das? 500 Liter gerne, also wenn da irgendjemand was mobilisieren kann, das war's. Wegen Wendland zu holen. Also, wer große Töpfe hat, Herr. Ja, hallo, ich bin Felix, ich bin der Initiator von Occupy Wedding. Wir hatten ein paar Raumprobleme, wir wollen uns aber trotzdem am Sonntag treffen. Und Weddinger, meldet euch bei mir, ich schreibe euch die E-Mail-Adresse auf oder geht unter Occupy Berlin bei Stadtassemblée, da stehen alle Infos drin, bei Occupy Wedding. Ich bin Occupy Wedding. Wenn es jetzt keine Antwort gibt, Mike Jack? Mike Jack. Kommt auf Friedrichshain und wir machen morgen Assemblée, nein, übermorgen, um Gottes Willen, am Sonntag auf dem Boxhagener Platz um 14 Uhr. Boxhagener Platz, 14 Uhr Assemblée. Dann einfach jetzt der offene Teil und dann kann man vielleicht Angela Fragen stellen oder sie uns oder wir miteinander. Aber ich fände es auch da trotzdem schön, wenn wir uns so melden, 1, 2, 3, 4, 5, diesmal ohne Faustschuss. Ja. Ich bin dann zurück als Moderatorin. Okay. Welcome, Angela. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, hier zurückzukommen. Now, I'm going to speak in English. Frage, könnt ihr alle Englisch verstehen oder soll ich übersetzen? Besser übersetzen. Also ich werde auf Englisch sprechen. Well, first of all, thank you very much for the invitation to join you in this assembly. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, euch hier heute Abend zum Assembly zu kommen. I am here in Berlin because the because EFICON has decided that I should receive the 2011 Blue Planet Award. Ich bin hier auf Einladung der Stiftung EFICON, die mir das diesjährige blaue Blue Planet Award Preis aushändigt. And the ceremony is taking place tomorrow. Morgen findet die Preisverleihung statt. But I absolutely wanted to visit the site of Occupy Berlin. Und es war mir ein persönliches Bedürfnis, auch hier die Stätte Occupy Berlin auch zu besuchen. So first I would like to bring you greetings from the Occupy movement in the United States. Nice job! Occupy Wall Street, Occupy Philadelphia. I live in Oakland, so especially from Occupy Oakland. Okay. Thank you very much. Die solidarische Grüße von der Occupy-Bewegung aus den USA, New York, Philadelphia und da ich in Oakland lebe, besonders auch aus Oakland, California.
This is a very exciting movement. Das ist eine sehr aufregende Bewegung. And I would like to thank you for your dedication, for your persistence, and for all of the work you are doing to keep this movement going here in Berlin, in Germany, and throughout the world. Und ich möchte euch gerne danken dafür, für euer, ja, für euer Durchhaltevermögen, für euer Hingabe, diese Bewegung hier in Berlin, in Deutschland, in der Vernetzungsarbeit auch in Europa und überhaupt in der ganzen Welt. And I'm very impressed by the working committees. Ich bin sehr beeindruckt von eurer Arbeitsgruppen. It sort of reminds me of the period when I was studying in Germany. Und es erinnert mich ein bisschen an die Zeiten, als ich in Deutschland studierte. And I was involved in SDS. Und ich war damals im SDD involviert. Over 40 years ago. Noch 45 years ago. Vor 45 Jahren begann diese politische Arbeit. And I would also like to say that I am here free, not in prison, as a result of a vast international movement that came together when I was facing the death penalty in the US. Dann möchte ich euch gerne sagen, ich bin heute deswegen hier und auch frei, weil es diese immens große Solidaritätsbewegung gegeben hatte, als ich eigentlich in der Todeszelle saß und diese Bewegung zu meiner Freiheit beigetragen hatte. And I just met someone who grew up in the GDR. Und ich habe gerade jemanden kennengelernt, ja, die in der DDR groß geworden war. Who reminded me. Yeah, me too. Yeah, me too. Who reminded me. Die mich daran erinnerte. That when she was a little schoolgirl. Als sie ein kleines Mädchen, Schulmädchen war. She sent me a postcard. Me too. Die sie alle als Kinder eine Postkarte geschickt hatten. With a rose drawn on it. Mit einer Abbildung einer Rose. And the campaign, of course, was eine Million Rosen für Angela Davis. Das war die Kampagne damals, eine Million Rosen für Angela Davis. And I received those postcards when I was in jail. Und ich habe diese Postkarten bekommen, als ich im Gefängnis saß. At first they came slowly, maybe 10 or 20 a day. Und zuerst kamen sie ganz, also dröppelt sie rein, ganz langsam, mal ein, mal zwei, mal zehn, dann mal 20. And then there were hundreds every day. Und dann waren Hunderte täglich. And then there were thousands every day. Und dann waren Tausende jeden Tag. They brought them into my cell. Und die brachten sie mir in meine Zelle. And these huge, huge bags. In ganz großen Säcken. So I always say to people in the United States. Und so sage ich Menschen, die in den USA leben, that the school children in the GDR freed me. Dass es die Schulkinder aus der DDR waren. And I should say that there were many people involved in West Germany as well. Und es waren natürlich viele Leute auch in der BRD, die in dieser Kampagne mitgewirkt hatten. I had studied in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt studiert. So many of my friends and my professors. Und so viele von meinen Freunden und Professoren. Herbert Marcuse appealed to intellectuals and others throughout Europe. Und so konnten diese Freunde und Professoren, beispielsweise also eben Herbert Marcuse, Frankfurter Schule, konnten natürlich auch auf einer akademischen Ebene zu dieser Solidaritätsbewegung auch beitragen. And I like to point out that no one would know my name.
möchte gerne darauf hinweisen, niemand würde eigentlich meinen Namen kennen. Had it not been for that vast international solidarity movement. Wenn es nicht diese internationale Solidaritätsbewegung gegeben hätte. And I don't really care whether anyone remembers my name. I'm just an individual. Und eigentlich ist es mir egal, ob sich jemand an meinen Namen erinnern kann. Because I'm just an individual. Weil ich nur ein Individuum bin, eine Einzelperson. But I think it's important to remember that movement. Aber es ist wichtig, diese Bewegung sich daran zu erinnern. To remember all of the millions of people all over the world. Und daran denken, diese viele Menschen, auch diese Millionen Menschen in der ganzen Welt. Who stood up to the power of the state. Die gegen, in the US. Die gegen die Kraft der Regierung in der USA, gegen die staatliche Gewalt in der USA aufgestanden sind. Against Richard Nixon. Gegen Richard Nixon. Against Ronald Reagan. Gegen Governor. Ronald Reagan, der damals Gouverneur war. And we won. Und wir haben gewonnen. And I mention this. Und das unterstreiche ich deswegen. Because of the amazing internationalism that is emerging in the context of the Occupy movement. Und ich unterstreiche das deswegen, weil es ist eine große internationale Vernetzung, die deutlich wird in dieser Occupy-Bewegung. And of course, this time the stakes are huge. Und diesmal ist der Einsatz sehr groß. We're talking about the survival of people who are ensconced in poverty. Wir reden hier über Leute, die wirklich festgesetzt sind in Armut. The people who are victims of racism. Leute, die Opfer von Rassismus sind. Xenophobia. Von Fremdenfeindlichkeit. War. Kriegerische Handlungen. Attacks on the environment. Angriffe auf die ökologische, auf unsere Umwelt. The prison industrial complex. Leute, die auch ausgebeutet sind durch die institutionalisierte Gefängnissystem. And Gefängnisindustrielle Komplexe. Genau, das also ist die Zwangsarbeit durch die Ausleihen von Gefängnisinsassen für die Privatindustrie. Stärker in den USA als hier. And of course, the movement challenges the power of the 1%. Und natürlich fordert denn diese 1%, diese Bewegung, die 1% heraus. And the idea of mobilizing the 99%. Und dieser Gedanke, die 99% zu mobilisieren, was actually a genius idea. Es ist eine geniale Idee. Because who would want to identify with the 1%? Weil wer möchte sich dann mit diesem 1% identifizieren? I mean, even though there are those in the 99% who may not be our friends. Und auch wenn es einige in den 99%, die nicht unbedingt nur unsere Freunde sein mögen. But we start with the assumption that it is possible to reach almost everyone. Gehen wir von der Annahme aus, dass es möglich ist, fast jeden zu erreichen. And then we create what I've been calling a complex unity. Und dann beginnen wir, was ich als we create a context, a complex unity, not a simple unity, okay. Eine eine komplexe Gemeinsamkeit, eine komplexe Vielfältigkeit. A unity that respects difference. Eine Gemeinsamkeit, also eine Verbindung, eine Gemeinschaft, die vielleicht dann auch Unterschiede respektiert und integriert. A unity that is not about sameness. Eine Vereinigung oder eine Gemeinsamkeit, die nichts mit Gleichmacherei zu tun hat, but rather is dedicated to negotiating relationships among different communities. Ja, aber der Idee verschrieben sind
Kommunikation zu verhandeln zwischen verschiedenen Komitee, also verschiedenen Gemeinschaften, verschiedene Herkünfte. And different issues. Unterschiedlichen Tagesordnungspunkten, Themen. And even negotiating the meaning of the term occupy itself. Und auch verhandeln muss, vielleicht sogar über diesen Begriff Occupy, also selbst dieser Begriff vielleicht neu verhandelt oder ausgearbeitet. Because you know that the term Occupy has historically been associated with military occupation. Weil, wie ihr alle wisst, ist dieser Begriff Occupy immer assoziiert mit militärischen Begrifflichkeiten. With colonial occupation. Also mit Kolonisation von militärischen Gewalt. And so the movement in Puerto Rico calls itself unoccupied Puerto Rico. Also die Bewegung in Puerto Rico nennt sich ab, nee, nicht ab, nicht okkupieren. Deokkupieren vielleicht. Native American activists in New Mexico have called the movement in Albuquerque unoccupied Albuquerque. Und da analog dazu in Albuquerque in den USA haben die unoccupy, also nicht okkupieren, sich genannt. In Oakland, Native Americans have suggested that we use the term decolonize Oakland. Okay, die indigene Völker in den USA haben in Oakland vorgeschlagen, Dekolonisation. Native American, yeah. Indigenous. Ureinwohner. And what do you think about recuperation? Reparation? Recuperation. Big corporation. Recuperation. What do you think about big corporations? Huh? Big corporations or recuperate? Recuperate. Well, the point that I was making, let me say that I'm not arguing that we should change the name. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir den Namen verändern müssen. But that we recognize the contradictions. Aber dass wir einfach anerkennen, dass es Widersprüche gibt. And that we make it very clear that the Occupy movement does not identify with the historical modes of occupation. Und dass es uns bewusst ist, dass die jetzige Occupy-Bewegung sich nicht identifiziert mit den historischen Ursprüngen aus dem militärischen Bereich. So that means that the Occupy movement has to be very clear about disassociating itself with military occupation. Und von daher ist es sehr wichtig aus meiner Sicht, dass die Occupy Bewegung sich distanziert von den militärischen Ursprüngen, von militärischen Begrifflichkeiten. So we are against war. Und daher sind wir gegen Krieg. Against the continued US presence in Afghanistan. Gegen die amerikanische Präsenz in Afghanistan. And also against the occupation of Palestine. Und natürlich auch gegen die Besetzung von Palästina. So all of these issues that have to be brought up in connection with the effort to recreate the meaning of occupy. Und das sind die Themen, die wieder nochmal hochgebracht werden, miteinander vernetzt werden müssen, wenn wir jetzt occupy miteinander vernetzen. So that it means life and not death. Damit es auch Leben bedeutet und nicht Tod. So that it means the future and not the destruction of the possibility of a human future. Ja. Dass es auch Zukunft bedeutet und nicht das Ende, den Abbau von einer möglichen Zukunft. So it means joy and not violence. Also es bedeutet dann Freude und nicht Gewalt. And I'll stop there. And if you have any questions, because I can go on and on. But thank you very much again for the invitation. Heffa and Bella. This is the Assemblea song, the text. Oh,
Thank you. Yes, really good. Du musst das noch singen. Ja. Wir singen den Song. Please. Yeah, yeah, I have a question to Angela. I tried in English. For me, I associate the Occupy movement only with tear down the financial. Can somebody help me? Also ich verbinde ich verbinde die Occupy-Bewegung eigentlich nur damit, die Finanzmärkte zu entmachten. Okay. Und wie Sie eventuell wissen, ne? Mein Eindruck. Genau. Mein Eindruck. Ja, okay. You want a real democracy? Or only to, also wollen Sie nur die Finanzmärkte entmachten, die Occupy-Bewegung, oder wollen Sie wirklich Basisdemokratie durchsetzen? Das ist meine Frage. Well, okay, I think I understand your question. And I think it's an important question. Ich glaube, ich verstehe die Frage und ich glaube, das ist eine wichtige Fragestellung. And you know that when the Occupy activists took over Zuccotti Park. Und ihr wisst, als New York City die Occupy Movement dort tätig wurde zuerst, the main thrust was against the big banks, against Wall Street. War natürlich der erste Tagesordnungspunkt ein Protest gegen die großen Banken. But the banks and the financial centers, both in New York but all over the world, the IMF and the World Bank, represent the greatest threat to democracy in the world. Yeah. Und es ist aber so, dass diese Banken, wie sie alle nun mal heißen mögen, ob das der internationale Währungsfonds ist oder die Banken, die großen Banken international alle sind, sind in und an sich schon die größte Bedrohung einer Demokratie. And so it's my experience that Occupy activists recognize that symbolism. Und so ist es meine Erfahrungswert, dass die Aktivisten in der Occupy-Bewegung diesen Zusammenhang erkennen. But in the context of discussing the greatest threat to democracy. Aber in dem Zusammenhang, was ist denn jetzt die Fragestellung, was ist denn der größte Bedrohung der Menschheit? It's also important to talk about racism. Ist es natürlich auch wichtig, über zum Beispiel Rassismus zu sprechen. And of course police violence, because police have had many, many clashes with Occupy activists all over the country. Und eine weitere Bedrohung ist natürlich auch die Frage der Polizeigewalt, weil die Occupy-Bewegung ja auch bedrohen. And initially there were those who were saying the police are our friends, they were part of the 99%. Auch dieser Widerspruch, dass die Polizei oder die Polizisten, die da sind, natürlich auch ein Teil der 99% auch sind. But after Scott Olson was attacked in Oakland, und nachdem Scott Olson von der Polizei brutal zusammengeschlagen worden ist von der Polizei in Oakland, the question of police violence began to be raised all over the country in all of the Occupy sites. Wurde dann die Frage der Polizeibrutalität national diskutiert in allen Occupy-Orten. And so also there are discussions about misogyny. Misogyny is Frauenfeindlichkeit. Okay. Thank you. Homophobia. Also die ganzen Fragestellungen, Frauenfeindlichkeit, also Homophobie, Transphobie, also transsexuelle Phobie, also Transphobie. No, not transsexuelle, okay. Transphobie. Yeah. Okay. It's transsexuals and transgender. Transgender. So transgender is okay. the I know the language, the vocabulary is evolving. But also about the environment. Auch zu der Frage der Ökologie, der Umwelt. And the military. Und die Militärkomplex. So,
I think the movement is negotiating how to address these issues. Daher glaube ich, dass diese Bewegung dabei ist, neu zu verhandeln, wie diese Themen zusammenhängen. And how to address them as a movement. Und wie diese Themen dann als Teil dieser Bewegung. And not to take them up in a hierarchical sense. Und sie nicht als Hierarchie in einer Form von Bedeutung, nicht in einer Hierarchie, sich dem zu stellen, sondern das Thema. Not for example to say that economic issues are more important than defending the rights of immigrants. Eben nicht zu sagen, dass ökonomische Fragen wichtiger sind als zum Beispiel Fragen der Immigranten sind. But rather recognizing the interconnection. Und eher dann zu sehen, wo die Überschneidungen sind. So I think this is the power of the Occupy movement, you know, all over the world. It's learning how to develop a sense of the relationship among all of these issues. Und das ist die Kraft, die in dieser Bewegung steckt, nämlich dann zu sehen, wie diese Themen, diese Überschriften miteinander zusammenhängen, um sie auch weiterzuentwickeln. So if we bring together the 99%, also wenn wir die 99% zusammenbringen, then we have to figure out how people can be together. Müssen wir dann mit denen gemeinsam entwickeln, wie wir zusammen sein wollen. And that's very important for democracy, because that is the democracy we do not have today. Und das ist die Frage der Demokratie, weil es eine solche Demokratie wir heute noch nicht haben. Wie siehst du das Bewusstsein in der Bewegung in den USA, das ja im Grunde genommen nicht mit dem Namen Occupy und nicht mit 99%, aber das im Grunde genommen in Spanien das begann, wenn nicht auf dem Tahrir Square in Ägypten. Aber in Spanien, Europa, auf Europa bezogen, da wurde zum ersten Mal gecampt und okkupiert. Und in Amerika, habe ich das Gefühl, ist das gar nicht bewusst. Ist ja nicht mal in Deutschland bewusst. In Deutschland aber mehr, also ja, in Europa mehr. Bisschen, ja. Meine Frage, ich fände es, oder Bedürfnis, ich fände es ungeheuer wichtig, dass auch dieses politische Bewusstsein ins globale Bewusstsein kommt. Das sind zwei Kontinente, aber es ist wirklich so weit, dass wir uns gegenseitig über die Grenzen und über die Ozeane hin so beflügeln. Das ist aus Spanien nach Amerika gekommen, durch Europa und durch Ägypten. Und dass dieses Bewusstsein auch in Amerika ist. There is a consciousness of the international scope. Yeah. And the genealogy that is often used is first Tahrir Square, and then Spain, and then of course what wasn't known, I should say. Es gibt ein Bewusstsein. Also die Frage war zuerst nach dem Bewusstsein in den USA über die Herkünfte dieser Artikelbewegung. Und Angela antwortet jetzt und sagt, es gibt dieses Bewusstsein. Ägypten, Spanien, dann USA. But it's especially especially in Egypt, especially Tahrir Square, because at that time workers in Wisconsin rose up. There was an amazing movement in the state of Wisconsin. Das ist auch ein bisschen das hängt ein bisschen damit zusammen, dass also Arbeiter in dem Staat Wisconsin zu derselben Zeit dann eine Bewegung entwickelten. And in Wisconsin they identified with what was happening in Egypt. Die haben sich identifiziert mit dem, was in Egypt, in Ägypten los war. So what is so exciting about this new movement is precisely its global character. Und das, was so besonders aufregend an dieser Bewegung ist, dass sie wirklich eine globale Bewegung ist. And I don't think that activists in the US want to
pretend that they were the first to do it. No. My question was about the consciousness. I want just to have a feedback how you see it. Right, exactly. Okay, exactly. Thank you. They do pretend or not? No. I think there is, although I have to admit that in the U.S., there is such provincialism. Also, auch wenn allgemein gesprochen ist ein Bewusstsein schon über diese globale Zusammenhänge und Ursprünge dieser Bewegung existiert, muss ich zugeben, dass aufgrund von ja, Provinznationalismus in den USA. But precisely what is changing as a result of the Occupy Movement. Das ist das, was genau jetzt sich verändert wegen dieser Occupy. Is that sense of connectedness with people who are struggling all over the world. Technischer Einwand? Ja, kurz noch die Übersetzung. Also einfach nur eine Info. Wir hatten gerade die Übersetzung nicht noch. Dann die Info. Okay. Also genau, ist es genau aufgrund der Tatsache, dass es diese internationale Vernetzung gibt, dass diese Bewusstsein auch in den USA sich verändert und diese globale Zusammenhänge deutlich werden. This was my hope, that it's really working. Yes. Ja genau, ich wollte nur kurz Sie nochmal daran erinnern als Info, dass schon seit dem letzten Jahr in Griechenland fast täglich Proteste stattfinden und dass auch in diesem Jahr bis zu 1000 Leute auf dem Platz vom Parlament geschlafen haben tagelang. Über Griechenland, das wird gerade als Opferland dargeboten, redet nämlich nie jemand dabei. And I should have mentioned Greece as well. Yeah, of course. Ich hätte Griechenland auch nennen müssen. Es ist klar und bekannt und deutlich. Sie hat es einfach vergessen. Yeah. You could even mention Iran. Es war für alle. The Green Movement in Iran. Nummer 3. Yes, number 3. First of all, I wanted to thank Angela for sharing all this information from, especially from US, updates from what's happening. Übersetzen. Okay. Erstmal möchte ich gerne danken dafür, dass Angela all diese Informationen mit uns teilt. And I say this is about interrelation, about how everything is interrelated. Es geht darum, wie alles miteinander verbunden ist. And this is what Assembleas are for. Darum geht es in Assembleas. To share information. Informationen zu teilen. I will share my part, especially with you, that come from the other side of the sea. Ganz speziell mit Ihnen, die halt von der anderen Seite des Ozeans kommen. To have you well informed. I'm part of a group. Ich bin Teil einer Gruppe. That could be defined as the European Revolution. Die man bezeichnen könnte als die Europäische Revolution. We have Spanish representation. Wir haben spanische Vertreter. French representation. Französische. Belgium representation. Belgische. And very soon German representation. Und bald deutsche. The project was born in Brussels. Dieses Projekt wurde in Brüssel The 15th of October. Am 15. Oktober. And it was decided. Und man hat entschieden. That the next European international meeting. Dass das nächste europäische internationale Treffen. Of the movement known as. The movement known as 15M. Dieser Bewegung, die bekannt ist als 15M. Indignados. Indignados, ja. Democracy real now. Echte Demokratie jetzt. And Occupy. Und Occupy. Since we got into Belgium and Germany. Would meet in Athens. Wird sich in Athen treffen. Athens, the 15th of May. Am 15. Mai in Athen. Part of it's a call for everybody that wants to help in the situation in Greece at this moment. Das ist ein Aufruf an alle, die mit der Situation in Griechenland helfen wollen. It was partly a Spanish initiative. Es war teilweise eine spanische Initiative. What actually calls about how well the movement is going in Spain. Und es geht auch darum, wie gut sich diese Bewegung in Spanien entwickelt. That we can actually spare help to go to Greece. Dass wir sogar Hilfe leisten können und Leute nach Griechenland schicken können. At this moment, the calculations are. Im Moment rechnen wir damit. That there are about 300 people walking direction Greece. Dass da im Moment 300 Leute Richtung Griechenland laufen. Walking or getting ready to walk. Oder sich darauf vorbereiten zu laufen. More people will take planes in the last moments. Noch mehr Leute kommen im letzten Augenblick dazu.
Flugzeug. And, ach, so, Entschuldigung, nehmen wir noch Flugzeug dazu. Sie kommen per Flugzeug im letzten Moment. And, by taking different routes, we take more, we spread more this this project. Yeah. Und indem wir auf unterschiedlichen Routen unterwegs sind, verbreiten wir weiter dieses Projekt. And now that you're here, I would like to tell you this. Und jetzt, wo Sie hier sind, möchte ich Ihnen das gern sagen. Because it was very funny to see you in live stream the other day. Es war sehr spannend, Sie im Livestream zu sehen neulich. That part of the Spanish March. Part of the Spanish March that went to Brussels. Das ein Teil dieser spanischen Bewegung, die zu nach Brüssel was gegangen the, was the, in the other name Wall Street arguing with the police. People from the from war am Tag davor in der Wall Street und hat sich dort people that had walked to Brussels. Die Leute, die nach Brüssel gelaufen sind. And were actually in the direction Athens. Und in Richtung Athen. Took planes and went to Wall Street. Die haben Flugzeuge genommen und nach in die Wall Street geflogen. So is it, my encouragement is. Also ermutige ich alle. You talk about the situation of Europe in US too. Dass sie auch in Amerika über die Situation hier reden. And we have North American representation. Und dass wir hier auch Vertreter haben aus Nordamerika. Through the north, it's we have a peace caravan. Dass man eine Friedenskarawane macht durch den Norden. And through the south, we have a popular march. Und dass man eine Art Popular March. Popular March. Bürgermarsch. Bürgermarsch. Ja. Hat. Basis. I encourage also the people of Occupy. Bürgern. I encourage also the people of Occupy. Ich ermutige auch die Leute von Occupy. To get unoccupied, as he says. To get unoccupied, as he says. Unoccupied. Deoccupied. To get deoccupied. Sich zu deoccupieren. So they can become nomad and walk too. Dass sie auch Nomaden werden können und mitlaufen können. And now this is a personal message. Das ist eine persönliche Botschaft. Well, I am carrying an important message from the Belgian people. Ich habe eine wichtige Botschaft von den belgischen Leuten. To the Greek people. An die griechischen Leute. And this is that the Belgian people. Es geht darum, dass die belgischen Leute do not want to live on the suffering caused on the Greek people. Das nicht ertragen wollen, das Leiden, das über die griechischen Leute gebracht wird. By the decisions of their government and banks. Durch die Entscheidung ihrer Regierung und Banken. I encourage the Germans. Ich ermuntere die Deutschen. To bring this message to the Greek people too. Diese Botschaft auch zu den Griechen zu tragen. And I encourage the US people. Und auch die amerikanischen Leute, whose powerful banks and corporations, dessen machtvolle Banken und Firmen, very surely have a lot to do with the situation in Greece. Viel mit dieser Situation in Griechenland zu tun haben. To bring support to these marches, diese Märsche zu unterstützen, and these caravans. Und diese Karawanen. And I don't know much more about solutions. Ich weiß nicht sehr viel mehr über Lösungen. But I will tell you now the most personal part. Aber jetzt sage ich euch den persönlichsten Teil davon. I in Spain been living for 2 years without a job. Ich habe in Spanien 2 Jahre lang ohne Job gelebt. Because if the minimum wages is 600 euros. Wenn das der Minimalverdienst 600 Euro beträgt. And the minimum real estate houses you can buy for a house is 500 euros. Und das Mindeste, was man Miete zahlt, ist 500 Euro. How are you supposed to live? Wie soll man dann leben? So I decided not to have a house. Also habe ich mich dazu entschlossen, kein Haus zu haben. Not to have a job. Keinen Job zu haben. And only have a little emergency money. Und nur ein bisschen Notfallgeld dabei zu haben. Yeah. But I've been reading today a prophet. Huh? I've been reading today a prophet who has prophecies. Ich habe heute einen Propheten gelesen. Yeah, actually he was not a prophet, he was an economist. Eigentlich ein Wirtschaftler. he said that very surely the situation, the financial situation couldn't last more than 6 months in Europe. Dass die Situation sicher in den nächsten 6 Monaten was zusammenbricht. Oder ich and, so this is not very, and so this is not going to be very useful. Das wird mir nicht sehr viel bringen. So just go ahead. Oh my God! And this is what we think about money, the European. I'm not a very good person, but I was a woman who was a
No more half solutions. Let's keine halbe Lösung. The problem. Gebet nicht zu klatschen bei den Ohrhörern, das ist richtig wichtig bei den Zuhörern. Okay, okay. Habt ihr es gehört? Es wird gebetet. Ich wiederhole das nochmal, Colette. Nee, dran. Hey man, you owe me 50 Euro. Ja. Im Livestream wird gebeten, dass wir nicht klatschen. Wir benutzen den Assembler für Zustimmung meistens dieses Zeichen. Und für die Hörer im Livestream ist es sehr anstrengend, das Klatschen zu hören. Danke, Basta, für deine Ausführungen und für deinen Mut, so konsequent zu sein. Thank you for your courage and being so consequent. And for your information, for your sharing. But you should also point out that this was used a long time ago in the deaf community. That this, at least in the U.S., it was first used in the deaf community. Taubstumme waren, haben diese Bewegungen benutzt. Dass die Ursprünge vielleicht auch bekannt sind, auch die waren ausgegrenzt. Ne? Das ist das Zeichen unter den Gehörlosen für Applaus. Yes, all here too. Auch hier, international. Für mich ist eine ganz wichtige Erfahrung der letzten Wochen hier mit euch, dass ich gemerkt habe, dass das Occupy für mich ein Prozess ist, wo das, was wir okkupieren, immer nur symbolhaft steht. Ob wir die Wall Street okkupieren, ob wir die Banken okkupieren, ob wir öffentliche Plätze okkupieren oder den Bundespressestrand. Ich habe gelernt, dass das, was ich wirklich in Besitz nehmen muss, ich selber bin. Und aus dem Occupy Berlin wurde für mich ein Occupy Myself. Also Occupy My Thoughts and My Feelings. Und dass Occupy für mich ein innerer Prozess ist. Und wenn ich Menschen treffe, die diesen Prozess auch teilen, dann ist es, und wir diesen gemeinsamen Platz besetzen, dann lernen wir miteinander. Und dann bauen wir diese neue Demokratie und dann bauen wir diese neue Gesellschaft, indem wir sie in uns bauen und nach außen bringen. Das heißt, ich habe aufgehört, dass ich bin mit vielen Forderungen rumgegangen, was man ändern könnte im System. Und ich habe aufgehört, diese Forderungen zu stellen, weil ich weiß, dass wenn ich meinen eigenen Ansprüchen genüge, den Werten, die wir in der Assemblée leben, dann wird diese neue Gesellschaft in uns wachsen und aus uns herauswachsen. Das ist mir ganz wichtig und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Gracias. Die erste Frage, sollten wir den Begriff Revolution benutzen? Die zweite Frage ist, wie können wir gegen die Übermacht der Mainstream-Medien als Machtinstrument dieser 1% ankommen? Gibt es da eine Chance? Well, my answer to the first question is yeah. Also die Antwort auf die erste Frage ist eindeutig ja. And the second question, I think that with the new social networks and you know all of the media that people have learned how to use, it's possible to counter the power of the corporate media. Und zu der zweiten Frage sage ich, mit den ganzen neuen Medien, also mit den sozialen Netzwerken, und die Tatsache, dass es heute ganz viele Leute gelernt haben, damit umzugehen, gibt es eine gute Möglichkeit, diese hierfür gewinnbringend oder erfolgreich einzusetzen. The corporate media didn't create the Occupy movement. Also die Mainstream Media hat die Occupy-Bewegung ja nicht installiert. But they've, at least in the States, I can't speak about the media in Germany. Ich kann nicht sprechen für die Mainstream Media in Deutschland, aber in den USA. But in large part it's been sympathetic coverage. Ist dann die Berichterstattung der Mainstream Media relativ befürwortend oder wohlwollend gewesen. As a matter of fact, in Oakland, the mayor, Gene Kwan. Zum Beispiel in Oakland hat der Bürgermeister had to admit
that musst du zugeben, dass the police assault on Occupy activists in Oakland should not have happened. Musst du sagen, dass diese Polizeibrutalität in Oakland hätte nicht passieren dürfen. And that was largely because of the coverage of the dominant media. Und das war dank der Mainstream-Medienberichterstattung. So this, it's an example of how to produce democratic coverage from below. Und das ist ein Beispiel, wie man von unten her demokratische Berichterstattung auch erwirken kann. And it's so at one point the big media, the dominant media, are going to have to capitulate to the grassroots media. Und es wird ein Zeitpunkt kommen, wo also die also bürgerliche oder Mainstream-Medien einfach zusammenfalten muss und eingestehen muss und rüber und also den Fackel weitergeben muss an die Basismedien. Also I would just say, keep doing what you're doing. Weitermachen, was ihr macht. Wie ist die Beziehung der Arbeitenden, also so Workers Movement und der Occupy-Bewegung? Das sind so meine wichtigsten Fragen jetzt. Well, the second part of the first question. Students have been very active as well. Und die Studenten sind auch aktiv. At UC Berkeley. An der Universität in Berkeley. There was an occupation at Sproul Plaza. War eine Demonstration, eine Okkupation. Which was the site of the old free speech movement. An dem Ort, wo früher die alte freie Meinungsäußerung Bewegung in 1964. In 1964. The student movement in the States. Bewegung in den USA. Students have been very active, both in the other sites, but also in the university. And one of the main demands is to eradicate student debt. Und Studenten sind auch sehr, sehr aktiv gewesen und unter anderem auch die studentische Schuldenberge dann zu abzubauen bzw. zu stornieren. Because you know that it costs $25,000 to $40,000 a year to attend the university. Weil es in den USA sehr, sehr teuer ist zu studieren, zwischen $40,000 and $45,000 im Jahr. And so when students graduate, having used loans during the period of their study, they owe $100,000. Und deswegen sind die Studenten, die per Bankanleihe dann ihr Studium finanzieren haben müssen überhaupt, gehen dann aus dem Studium mit Schuldenberge von $100,000. Before they've even begun to work. Bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. In relation to the second question. Also jetzt zur zweiten Frage. Unions have been very much involved in the Occupy movement. Haben die Gewerkschaften sie sehr eingebracht in diese Bewegung? In New York, a lot of the mobilizations that have happened with thousands of people have happened as a result of the mobilizing work done by progressive and radical unions. Also zum Beispiel in New York City ist ganz viel der Mobilisation von größeren Demonstrationen dank der radikaleren oder fortschrittlicheren und radikaleren Gewerkschaften in New York City verdankt. The strike on November 2nd in Oakland, the general strike. Also der Generalstreik am 2. November in Oakland. Was actually suggested by rank and file union members. Waren von Gewerkschaftsführern vorgeschlagen worden. And they suggested that we march to the port and shut the port down. Und es war deren Vorschlag gewesen, zum Hafen zu gehen und diesen Hafen dicht zu, also lahmzulegen. And we did shut the port down. Und das ist uns gelungen. We did. And it was amazing to see this thousands of people. It was multi-generational, multi-ethnic, multi-everything. Und es war also wirklich sehr herzerwärmend, das alles zu sehen, weil das Spektrum ging über alle Generationen, über alle ethnischen Gruppen hinweg, über alle politische Couleure hinweg. We had a live stream. Yes, and I was really moved because I saw many people of my generation.
ich war also sehr, sehr bewegt, weil ich viele Leute aus meiner Generation gesehen habe. And they said, Angela, it's happening! Und die haben alle gesagt, es passiert jetzt endlich. Finally! Erstmal, dass hier sind Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. Es gibt hier Ungläubige, es gibt hier Gläubige, es gibt Juden, es gibt Christen und es gibt Muslime. Die kommen aus Deutschland, die kommen überall aus Amerika, kommen aus der Türkei, kommen auch aus dem Iran. Thema Iran. Sie wissen, dass zurzeit im Iran gibt es ein großes Problem. Und Sie wissen auch, dass es ein großes Problem zwischen USA und Iran existiert, dass die Menschen, wie ich weiß, im Iran ganz besonders die Kämpfer, das nicht als positiv sehen. Wie sehen Sie die Situation zwischen sozusagen die Amerika und Iran und wie nehmen es die Amerikaner wahr? Die Iraner möchten gerne in Ruhe gelassen werden, damit die gegen diese Regierung von Ahmadinejad kämpfen können. Regardless of what the current administration might be planning in relation to Iran. Also ich glaube, egal was die jetzige Regierung in den USA vielleicht plant, was Iran betrifft. If there is evidence of an military invasion of Iran, I think people in the U.S. will rise up all over the country. I don't think it can happen. Bin ich davon überzeugt, dass es dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung aufsteht und protestieren würde, wenn die US-amerikanische Regierung entscheiden würde, Iran zu okkupieren, also zu besetzen militärisch. Yeah. Entschuldigung. And of course, you know, one of the reasons why Obama appealed to so many people was because he spoke out against the war in Iraq. Und das ist ein Grund, weswegen Obama ja so populär wurde oder ans Herz gelegt wurde oder ans Herz gewachsen war, weil er einfach wegen Irak eine Position hatte. And people were ignoring the fact that he was saying the real war should take place in Afghanistan. Sie haben deswegen ignoriert, dass er eigentlich damit auch gesagt hatte, dass der wirkliche Krieg in Afghanistan. Because he spoke about that during his campaign. Er hat während seiner Kampagne auch darüber gesprochen. And he said it here in Berlin. He said it in Berlin. Yes, he said it everywhere. I remember this. But and I voted for Obama. The first time I've ever voted for a major party candidate in my life. Ich habe ihn trotzdem gewählt. Es war das erste Mal, dass ich jemals eine der Hauptkandidaten überhaupt, also mein Kreuz dahin gesetzt habe. Because I've always voted communist or green or some radical party. Ich habe sonst immer eine radikalere Gruppe, entweder Kommunisten oder Grünen oder Sozialisten gewählt, aber diesmal anders. But I do think it was important that Obama was elected. Aber ich glaube, es war wichtig, dass Obama gewählt worden ist. I think that the people who are flocking towards the Occupy movement. Ich glaube, dass die Leute, die sich orientieren oder hinzugezogen fühlen zu der Occupy-Bewegung, are the ones who elected Obama, who made it possible for the impossible to happen. Sind die Leute, die das möglich gemacht hatte, was zu Beginn als unmöglich erschien. And I think we have to remember that. Und das müssen wir uns daran erinnern. No one believed that a black man could be elected president. No one believed that. Keiner geglaubt hatte, dass ein Schwarzer Präsident der USA werden könnte. But there were young people with their Facebooks and their texting and all of that who said, yes, it is possible. Und es waren ganz viele, hauptsächlich junge Menschen, die dann mit Hilfe der sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, einfach und getwittert haben, kommen, ja, es ist doch möglich. And I always point out that the majority of black people in the U.S. initially did not support Obama.
Und ich unterstreiche immer, dass zu Beginn der Kampagne die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung Obama gar nicht unterstützt hatte. They supported Hillary. Sondern die haben Hillary Clinton unterstützt. Because they said Obama was unelectable. Weil sie gedacht hatten, er sei nicht wählbar, also jetzt nicht moralisch nicht wählbar, aber nicht, also die Wahrscheinlichkeit der Wahl nicht möglich wäre. So I think that in part the Occupy movement is the movement that should have risen up as soon as Obama was elected. Daher glaube ich, dass die Occupy-Bewegung eine Bewegung ist, die hätte entstanden sein sollen direkt nach seiner Wahl. That was the movement that elected him. Das war die Bewegung, die ihn gewählt hat. And that's the movement that should have prevented him from going into Afghanistan. Und es ist die Bewegung, die ihn daran hätte gehindert haben sollen, nach Afghanistan einzumarschieren. And should have put the kind of pressure that would have prevented the development of the war in Afghanistan. Und hätten ihn diesen außerparlamentarischen Druck erzeugen sollen, das zu verhindern. And threats toward Iran. Und die Androhung nach Iran. So I think it's important that we remember that was an electoral victory. Deswegen müssen wir uns daran erinnern, das war ein wahltechnischer Sieg, Wahlsieg. But there are major limitations to electoral politics. Aber es gibt Grenzen zu Wahlpolitik. And so I think in part the Occupy movement now recognizes that Obama, despite what one may have thought about him initially, would never have been able to accomplish all that people wanted him to accomplish. Und von daher müssen wir einfach uns vergegenwärtigen, dass Obama überhaupt nie hätte das alles schaffen können, was er auf seinen... Only a movement can do that. Das kann also nur eine Bewegung schaffen. And that's what's happening now. Tagesordnung gesetzt hat. Und das ist das, was jetzt passiert. Liebe Angela Davis, ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Ich gehöre zu den Kindern aus der DDR, die Ihnen eine Karte, Postkarte geschickt haben. Ich war noch nicht zur Schule gegangen, ich war noch im Kindergarten, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Dieses zusammen mit dem, was in Chile passiert ist, damals, ich war 5 oder 6 Jahre alt, hat dazu geführt, dass ich mich politisiert habe, schon so früh. Und es ist bis heute so geblieben. Es hat also... So, das aber nur vorweg und so kurz. Wie sieht das aus? Gibt es einen Teil der Bewegung Occupy, wenn man sie mal zusammenfassen will, wo auch die Working Poor ein Anteil sind? Schließen die sich zusammen? Gibt es eine Bewegung der Working Poor oder ist das nach wie vor etwas sehr Ausdifferenziertes, also Vereinzeltes? Auch für mich bist du ein Vorbild in dem, was du initiiert, wie du gelebt und was du geschrieben hast. Und für mich zieht sich so ein roter Faden durch das, was du vorlebst, persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. Vorhin gab es auch einen Beitrag dazu, der auch so das trifft, was ich wichtig finde. Das ist auch die Frage an dich. Wir haben eine Arbeitsgruppe persönliche und gesellschaftliche Entwicklung und da geht es sehr stark darum, was ist das Private? Ist das Private politisch und das politisch Private? Ich sage ja. Wie ich im Freundeskreis mich verhalte, in der Partnerschaft, zu anderen Menschen, wie ich konsumiere, was ich durch meinen Konsum unterstütze, das ist politisch, obwohl es privat ist. Und politisch, ich kann mir nichts vorstellen, was vom Politischen her nicht ins Private hinein wirkt. Und diese Wechselbeziehung ist mir so wichtig. Und das ist auch das, was ich hier bei der Occupy-Bewegung so gut finde, was mich ermutigt, mitzumachen. Ich habe gestern hier noch gebeten, in der Versammlung habe ich gesagt, helft mir, demokratischer und menschlicher zu werden. Weil ich selbst sehe, dass ich immer damit Schwierigkeiten habe. Dass ich manchmal so handle, wie ich es falsch finde und hinterher denke, Mensch, warum hast du das wieder gemacht? Wie gehst du damit um? Was empfiehlst du uns? Was empfiehlst du mir? Wegen der Zeit, Ende der Frage. Okay. First of all, I really apologize for having to leave, but we have another meeting. Also es tut mir sehr leid, dass ich gleich weg muss, weil wir haben eine andere Verabredung. Aber and
So I'll try to answer these two questions. I'll answer yours first. Ich werde deine Frage zuerst beantworten und dann zu and der then I'll Frage. Answer yours, the personal and the political. We should not forget that it was the feminist movement that initially argued that we cannot separate the personal from the political. Ich möchte gerne in Erinnerung bringen, dass es die feministische Bewegung, die dann noch unterstrichen hatte, dass das Politische vom Persönlichen nicht trennbar ist. Initiiert oder? And I see actually in the current Occupy movements, I see many feminist influences. Und heute in der Occupy-Bewegung sehe ich sehr viele feministische, also Ergebnisse von feministischen Einfluss. That maybe some of the participants themselves don't recognize. Dass manche der Teilnehmerinnen hier vielleicht gar nicht erkennen. But the idea that the personal is not separate, that the what is private is privatized. Dass diese Idee, dass also ich nicht trennen kann, was persönlich ist und was also und dass das Private eigentlich privatisiert wurde. And so today, when we talk about violence against women, for example, und wenn wir heute über Gewalt gegen Frauen zum Beispiel sprechen, we have to understand the circuits that connect individual rape and sexual assault. Da müssen wir auch die Zusammenhänge erkennen, was mit persönlichen Vergewaltigung oder Angriffe betrifft. With institutional assaults by the military, by the prison, on women's bodies. Also müssen wir dann zusammen die Frage der persönlichen Vergewaltigung mit der Frage von Vergewaltigung und Übergriffe auf Frauen institutioneller Natur auch verbinden. And I'm a part of the abolitionist movement. Und ich bin ein Teil der abolitionist movement. Abolition heißt Verhinderung oder Abschaffung. Of the death penalty. Abschaffung der Todesstrafe. And abolition of the prison. Und überhaupt Abschaffung von Gefängnissen. And so we always point out that if we are abolitionists, und deswegen sagen wir als als diese Bewegung, we have to be aware of the extent to which the state inhabits our consciousness. Müssen wir wissen, in zu welchem Ausmaß der Staat oder staatliche Gewalt unsere Bewusstsein eingenommen hat. So if we want another justice, a justice that is not based on retribution and vengeance, dann wollen wir ein neues Bewusstsein, eins das nicht auf Rache, no, another justice system, another another kind of justice. Eine andere Form der Gerechtigkeit. One that is not based on retribution. Eine, der nicht auf Rache, and vengeance. Auf Rache basiert. We have to counter those tendencies within ourselves. Da müssen wir dann solche Tendenzen in uns auch bekämpfen. So when someone does something wrong or bad to us, das heißt, wenn jemand etwas Falsches oder Böses uns antut, we have to catch ourselves when we want to get back at that person by doing something bad to them. Müssen wir uns stoppen, indem wir dieser Person was Böses tun, antun würden wollen. Because this is what the state does. Das ist das, was jetzt der staatliche Gewalt tut. And that is the way the state lives within us. Und so arbeitet dann staatliche Gewalt in uns. And so yes, the personal is political. Und so ja, das Persönliche ist politisch. And to answer the second question about strategy. Die Frage nach der Strategie der Bewegung. You know, I don't know whether it's time yet to have fully formed strategies. Ich bin mir nicht sicher, dass jetzt schon die Zeit ist, ausgearbeitete Strategien zu haben. I think that the movement is working through
all of these questions and all of these issues in ways that have never happened before. Ich glaube, dass die Bewegung jetzt dabei ist, diese Fragen alle durchzuarbeiten, miteinander zu verhandeln, neu zu diskutieren auf einer Ebene, da kommt das neu, auf einer neuen Ebene, was bisher noch nicht passiert ist. And that is what is so exciting. Das ist das, was so aufregend ist in dieser Bewegung. And this is why so many people will support the Occupy movement. Und das ist der Grund, warum so viele Leute diese Bewegung unterstützen oder unterstützen werden. And I think the targets of the activism of the Occupy movement. Und die Zielgruppe der Aktivitäten und Aktivisten der Occupy Bewegung will probably have to evolve organically. Müssen also organisch, also intrinsisch, also sich entwickeln. As opposed to developing the kinds of strategies that require us to propose a list of struggles, a list of issues, a list of strategies. Im Gegensatz zu einem ausgearbeiteten, ich sag mal Blaupause, ein Plan, mit Listen. Hier müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, dann müssen wir das machen. No, which isn't to say that we can't really accomplish a great deal, because I think what has happened thus far is that huge numbers of people have been attracted to this movement. Oh, okay. And the taxi is here. Entschuldigung, ich kann es nicht übersetzen, weil der Taxi aber den letzten Satz so verpasst. Thank you very much. I'm very moved and I would like to thank you for inviting me to join you for Marius, lass mich mit Musik rausbegleiten. Ja. Ich brauche keinen Chef, keinen Repräsentanten, ich brauche kein Militär und keine Spekulanten. Yeah. Assemblée, Appelweit, Assemblée, Appelweit, Assemblée, 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 offene Herzen, wir teilen unsere Liebe, unsere Wut und unsere Schmerzen. Oh. Assemblea weltweit, Assemblea weltweit, Assemblea, Assemblea, Assemblea mundial. Oh. Yeah. Assemblea sind in Schulen, in Universitäten, in Fabriken und Büros. Und in allen Städten. Yeah. Assemblea weltweit, Assemblea weltweit, Assemblea, Assemblea, Assemblea mundial. Yeah. Es interessiert mich, was du fühlst, interessiert mich, was du denkst. Und es freut mich, wenn du meiner Stimme auch ein offenes Ohr schenkst. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Good job. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war ja was. Ja. Hey. Das war schön. Wer hätte das gedacht, war, als wir damals die Rosen gemalt haben? Dass wir uns so nochmal wiedersehen. So.